Die Moskitos Essen hatten an die Eispiraten aus Grimmitschau noch eine schlechte Erinnerung. Auf eigenem Eis hieß es zuletzt 1-6. Aber in dem Spiel fielen aber auch einige Spieler aus, damals mit Grippe. Da rasierte der Virus in der Mannschaft. Jetzt liefen die Essener am Sahnpark auf. In Grimmitschau mit dabei hier im Bild Peter Buhn. Martin Hinterstocker, sowieso schon lange bei den Moskitos im Einsatz. Fabio Cacciola, auch von den DG Metro Stars dabei. Also eigentlich ganz gute Voraussetzungen, um im Grimmitschau zu punkten. Und die wollen ja noch unbedingt in die Playoffs zu diesem Zeitpunkt. Und die stützen sich auch zurzeit zu diesem Zeitpunkt auf einen sehr, sehr starken Tormann, Sinisa Martinovic, mit DL-Erfahrung. Spielte zu dem Zeitpunkt der Saison überragend. Im Tor Jochen Reimer, ebenfalls ein DG Metro Stars Förderlizenzspieler. Schiedsrichter Carsten Lennart. Und er gab das Spiel dann frei. Erste Minute, erste Chance. Grimmitschau in Rot. Am Tor vorbei Christian Grosch. Der Puck, sichere Beute für Reimer. 2636 Zuschauer in Grimmitschau in der Eishalle und die sehen jetzt ein Überzahlspiel der Moskitos. Robin Sochan und Martinovic. Lars Müller bekommt noch die Nachschusschance. Die Düsseldorfer Reihe mit Buhn und Cacciola verliert den Puck. Und Schadewald lässt den Grimmitschauer durch die Mitte. Glück, dass er die Scheibe nicht bekommt. Und noch einmal Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft. Beuker, leichter Puckverlust und in der Mitte die nächste Chance und Jochen Reimer. Auf der anderen Seite Martinovic, ebenfalls sicher. Scheibe ist noch frei. Und Bartek steht da, Mutterseelen allein, das lässt er sich nicht nehmen. Der Topscorer der Liga. Mal die Wiederholung. Da hat auch Martinovic keine Chance. Huber aus Vorarbeit führt zum 1:0 für die Moskitos durch Bartek. Grimmitschau aber mit den besseren Chancen. Erneut Christian Grosch mit der Nummer 9. Jochen Reimer im Mittelpunkt. Und noch einmal Reimer.
fischt sich die Scheibe da aus der Luft. Lässt sich auch von zwei Spielern im Slot nicht beeindrucken. Glanzparade des Essener Schlussmanns, 1:0 für die Moskitos nach 20 Minuten. Wir sind im zweiten Drittel. Und auch hier Krimitschau mit der ersten Chance. Aber erneut Endstation. Reimer. Gast Lehnert kurz mit Schlittschuhproblemen, die wurden behoben und es ging weiter. Nicht ungefährlich die Aktion. Noch einmal die Wiederholung. Boris Flamig und dann der abgefälschte Schuss. Und Jochen Reimer behält die Übersicht, liegt auf dem Puck. Gunnar Leitbock da vielleicht nicht ganz so einverstanden mit einigen Entscheidungen. Hatte auf jeden Fall Redebedarf mit dem Linienrichter. Dann ging das Spiel weiter. David Wolf. Und Reimer gegen Josh Liebenow mit der 71 aus nächster Nähe. Zunächst der Schlagschuss von Jason Becker. Und dann mit der Stockhand schon sensationell die Reaktion vom Essener Schlussmann. Noch einmal Becker, verdeckter Schuss. Und wieder Reimer im Mittelpunkt. Kremitschau bleibt in Überzahl. Und die Moskitos mit Beuker in Unterzahl. Was für eine Chance. Und gleich noch einmal. Hubauer holt sich die Scheibe und vertändelt sie leichtfertig. Das hätte das 2:0 sein können. Wenn nicht sogar müssen. Auf der anderen Seite Krimitschau, die in diesem Drittel deutlich mehr vom Spiel hatten. Moskitos jetzt mit zwei Mann weniger. Busch und Riska auf der Strafbank. Fünf gegen drei. Und viel Glück für die Moskitos in dieser Situation. Aber noch Krimitschau mit dem Druck. Und wieder ist Reimer. Endstation. Glückliche Situation. Da dachten erst alle an ein Foulspiel. Mirko Reinke fährt er zur Mannschaftsbank zurück. Wir sehen die Wiederholung, der Pass und der Puck trifft Reinke im Gesicht. Also kein Foulspiel eines Essener Spielers. Der Schiedsrichter hatte das richtig erkannt. Reinke musste raus, musste verarztet werden. Eis wurde gesäubert und dann ging es weiter. Martin Bartek mit der Konterchance. Und da wusste Martinovic kurzzeitig nicht, ob die Scheibe doch noch durchs Pfeifhol kommt. Markus Busch sucht da eine Anspielstation. Bringt die Scheibe dann mal vors Tor.
Und wieder ist es Bartek. Und die Scheibe liegt vor der Linie. Kein Tor. Wir sind in der Schlussminute des zweiten Drittels. Schlechter Wechsel der Moskitos. Stähle ist das. Und dann jubeln die Krimitschauer. Jason Becker bringt die Scheibe ins Tor. Sehr unglücklicher Zeitpunkt. So kurz vor Drittelende den Ausgleich zu kassieren. Da wollten alle die Strafzeit. Und dann kommt Jason Becker, nimmt die Scheibe und haut sie Reimer einfach ins Netz. 30 Sekunden vor Drittelende der Ausgleich. Wir sind in den letzten 20 Minuten. Natürlich ein ganz schlechter Aufbaupass hier. Reimer ist aber da. Ein und Hubauer haben sich da noch etwas zu sagen. Moskitos völlig durcheinander in der Abwehr. Und dann der schnelle Konter über den Beuker. Lars Müller. Aber vergeben die Chance. Wieder so ein schlechtes Aufbauspiel. Und Reimer. Er leitet den Konter ein. Martin Bartek. Aber zu weit weg. Den Rebound kann Martinovic sichern. Die besseren Chancen ganz klar bei Krimitschau. Moskitos nur mit Kontern gefährlich. Oder wie hier jetzt gerade Peter Buhn. Zieht sofort ab. Buhn spielt ja mit der 3, die eigentlich nicht mehr vergeben werden sollte bei den Moskitos. Die legendäre Nummer 3 von Bodo Müller-Bönig. Und so ein Bodo Müller-Bönig, der würde hinten in der Abwehr wirklich noch gut aussehen. Denn die Abwehrspieler der Moskitos hier völlig durch den Wind. Da ist wenig Körperarbeit zu sehen. Krimitschau kommt immer wieder zu einfachen Chancen, zu freien Schüssen. Auch hier wieder Jochen Reimer, der beste Verteidiger der Moskitos im Tor. Und hier Strafzeit. Auch klar eingehakt. 2 Minuten sind das. Sven Valenti muss raus. Und wieder Reimer mit dem Schoner unten. Dean Beuker leitet den Konter ein. Hubauer nimmt den One-Timer. Gegen die Bewegung von Martinovic. 2:1 für die Moskitos in Unterzahl. Natürlich ein Konter. Wie sonst hätten die Moskitos auch in diesem Spiel noch ein Tor schießen können. Wir sehen es noch einmal. Riesenbewegung von Reimer hier. Und dann geht es schnell nach vorne. Und hier sehen wir es auch. Die Bewegung von Martinovic ins kurze Eck. Der Schuss extrem tief ins lange Eck. Keine Chance für den Schlussmann aus Krimitschau. Und wieder so ein Angriff der Krimitschauer. Ungestoppt von der Moskito-Abwehr. Und Jochen Reimer. Sensationell. Und wieder Reimer.
Matt Hubauer. Und wir sehen, Martinovic läuft mit dem Angriff hinaus. 6 gegen 5. Und da jubelt Jochen Reimer. Die Moskitos gewinnen es 2:1 dank eines absolut überragenden Jochen Reimers. Und da weiß auch Jari Pasan, wo er hinzugehen hat. Ein sensationelles Spiel des Essener Schlussmanns. Aber auch Martinovic mit einer sehr guten Leistung. Hatte nur am Ende ein Tor mehr kassiert. Das machte den Unterschied. Jochen Reimer holt den Moskitos 3 Punkte in Krimitschau. Spiel. Bestes Spiel für uns war unser Torwart. Hat 4-5 ganz, ganz gefährliche Situationen auch gefährdet. Ohne gute Torhüterleistung hätten wir heute nicht gewonnen. Die ganze Mannschaft hat gut gekämpft. Alle kennen sehr die Turbulenzen, wo wir gewesen sind in letzter Zeit. Dafür ein Riesenlob für die Mannschaft, wie die sich trotz allem sich gut vorbereitet haben für das Spiel. Und wir wussten, Krimitschau hat in letzter Zeit sehr, sehr gut gespielt. Gunnar hat die Jungs in hohe Form gebracht. Besonders zu Hause, brandgefährlich, 5-1 gegen Landshut. Das kommt nicht von ungefähr. Wir waren gewarnt. Das war ein schönes Spiel. Wir haben auch nicht besonders gut gespielt. Wir haben gut gekämpft. Gute Torwart und die Ausländer haben das Spiel entschieden. Dankeschön. Ja, eigentlich selber von vom Kampf her war bei uns auch alles da, wir hatten alles gekämpft, wir hatten geackert, wir hatten ein bisschen komische Phase da nach der Verletzung von Mirko, wo wir dann nicht richtig den Rhythmus war, wo wir unsere schlechteste Phase hatten in das Spiel, aber dann das Tor geschossen. Das war ein bisschen typisch für heute, wir hatten auch das ein bisschen Pech, dass Düsseldorf heute spielfrei war. Und muss man sagen. Ja. das ist auch so ein bisschen der Schluss, wir waren ein bisschen ängstlich da in unserer Powerplay. Oder das Tor schießen, sind die eigentlich 2-3 und alle fährt eigentlich unter zum Torhüter, war nicht diese klassische unter so ein Tor, wo man bekommt, wo der Gegner kontert, man schießt und er trifft am Bein, sondern wir waren alle zurück. Aber alle wollten das so gut machen, dass wir sind dann 3 Leute in Knie auf unsere Torhüter gestanden. Wie muss das ausnehmen, die Positive? Die Positive war, dass wir gingen, ich meine, das kann keiner wegnehmen, egal Turbulenz oder nicht. Also sehr, sehr gute Mannschaft Essen, wie hat ausgeglichen mit dem gespielt, manchmal ein bisschen, sogar ein bisschen mehr von das Spiel gehabt. Und das muss wir mitnehmen. Wir haben alles versucht, was wir könnten. Und das hat heute nicht gereicht. Wir müssen diese Kraft mobilisieren für nächstes Spiel. Und genauso mit selber Einstellung, mit selber Kampf gehen in nächstes Spiel. Und arbeitet wie so hart nächstes Spiel auch, dann werden wir auch diese Quäntchen Glück haben. Das hat wir sicher in ein oder anderes Spiel vorher gehabt. So ist Sport, wie hat so wenig Tore geschossen, so einfach war das. Das ist nur der große Unterschied heute. Danke. Ramalam. Ding, ding, dong. Ramalam, lam, 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 ding, dong.